zur Bahn geht's hier lang. Ja, nee. Ist klar. Okay, wer oder was schießt da uns ab? Kleine nervige Babys. Kleine Kinder, ja, sind ja keine Babys. Langweilig. Isaac, ich versuche die Schiebetür auf ihrer Ebene zu öffnen. Nein! Moment! Blöde Ärsche. So gut, kommt jetzt gleich wieder so ein dicker Boss? Wie. Was ist das? Ach so, das war nur Munition. Gut. Kling, 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 kling. Ja. Ah, war doch. Ich gebe meine Codes ein, aber es funktioniert nicht. Huch. Da kommen gerade wieder ein bisschen viele. Und du bist die ganze Zeit am Rumkotzen. Du lebst noch? Na. Freu dich dran. Oh, ihr lebt alle zu lange. Das ist dumm. Das ist dumm. Hier, sterb doch. Und du kannst nicht. Und ich werde trotzdem getötet. Hä, was zur Hölle? Ja, ich bin dafür autorisiert. So. Geh auf, du ja. So, aufhören. Ihr seid noch da. Und du willst kotzen? Du willst kotzen? Nee, du kotzt dich selbst an. So. Oh, wie viele sind hier denn? So, sie ist offen. Los, Isaac. Oh, ernsthaft. Langsam geht die mir echt auf den Sack. Gehen Sie, Isaac. Sie können nicht alle aufhalten. Gehen Sie. Wo lang? C. C war das? War das B? War das B war das, ne? Ja, da. Gut, ich stehe direkt dahinter. Davor. Whatever. Aber die ganze Munition, die da noch lag, die wollte ich haben. Aufzug. Na denn. Ellie, sind Sie da? Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Tja. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Zum Glück bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Tja, sowas nennt man dann wohl Berufsrisiko. Sowas kann passieren. Wenn man sich im Universum irgendwo aufhält, wo man nicht weiß, was da wirklich ist, es kann von allen Seiten kommen. Und willkommen in Kapitel Nummer 8. Wir sind endlich da. Ja, liebe Kinder. Und wir haben gerade unglaublich viel Munition verschossen für... Lebst du oder lebst du nicht? Ich denke mal, du lebst nicht, oder? Nein, spätestens jetzt wärst du gestorben. Das erinnert mich... recht an den Anfang, wo wir so viele Kerzen gefunden haben. Okay. Da müssen wir lang. Nein! Wie kriege ich das nur immer hin? Jedes Mal. Ich bleib jedes Mal vor einem Event stehen. Ach, ist das nicht wunderbar? Ach, Mann. Audiolog gefunden. Tab, um es abzuspielen. Alle Teams, hier spricht Caleb, Xenogeologe der Lenkfortschicht 1. Etwas ist in der Anlage. Wir haben drei Leute verloren und erreichen Schicht 4 nicht. Hier kommt der Transport. Alle Mann bereit halten, falls da noch mehr sind. Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben. Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun. Kommunikation ist schwankend. Geht Ring an Ring. Caleb!
Nur der arme Isaac ist der Einzige, der diesen ganzen Horror bereits schon mal durchleben musste. Ach nee, hier ist geschlossen. Da können wir nicht durch, von da kamen wir. Dann geht's zum Eingang für Verwaltungspersonal. Na, mal schauen, ob wir autorisiert sind. Bisher sind wir es. Und wieso sieht das aus, als wenn die nachher alle aufstehen würden? Das gefällt mir nicht, der Gedanke. Lass mal schauen, was hier drin ist. Energieknoten. Das heißt, wir müssten jetzt nach Adam Riese 4 Stück haben. Da geht's rein. Ja, das habe ich gesehen, dass da etwas an der Wand war. Hier am Fenster meine ich. Licht geht an, Licht geht aus. Betrieblicher Kontrollraum. Mal schauen, was wir da dran finden. Na, das sieht schon mindestens schön aus, ne? Das sieht schön aus. Ja, oh nein. Ich hasse das. Ihr seid wieder solche Überviecher, ne? Sehr schön, dann... Weg mit dir! Weg mit dir! Mann, weg mit dir! Oh nein, oh nein! Lass mich in Ruhe! Verdammt nochmal! Das ist nicht nett. Oh, das ist... Herr Jemine, das verlief auf keinen Fall gut. In keinster Weise. Das habe ich mir ganz anders ausgedacht. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist verschlossen, aber da finden wir hoffentlich dann Heilung, die ich ja vorhin wunderbarerweise verkauft habe. Habe ich gerade richtig gesehen, dass da mehrere Energieknoten auf dem Boden lagen? Ich habe einen Energieknoten genutzt, um zwei zu erhalten. Habe ich etwas Heilung bekommen? Ja. Oh, schön. Oh, mir geht's wieder besser. Ist das ein schönes Gefühl? Ist das ein schönes Gefühl? Wow. In so kleinen Räumen ist das echt scheiße. Weil man hat ja eigentlich nur Fernkampfwaffen. Ja, uns geht's nicht so gut, ne? Schön ist es auf der Welt zu sein. Oh nein, ja. Das bringt zu wenig, bringt zu wenig. Boah, sind das viele. Weg, 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 weg. So spart man Munition, aber opfert dafür Lebenspunkte. Hier. Wie das Vieh auf einmal ganz hager geworden ist. So, und wir sind geheilt. Ist das nicht schön? Ab ins Licht. Ein Audiolog. Ein weiterer. Hören wir ihn uns an. Sorensen, hörst du mich? Hier ist Caleb von Schicht 1. Ihr solltet lieber direkt hinter uns sein. Wir hinterlassen haufenweise wütende Leichenteile. Caleb, komm! Vor uns rotten sich mehrere von denen zusammen. Ich kann sie sehen! Alle mit Bewegung! Los, los, los! Ja. Ja. Stasis Reminder. Ja, wir haben ja Stasis. Die sollten wir öfters mal benutzen. Danke für Reminder. Danke, dass wir uns nochmal dran erinnern dürfen. Erinnern. Was? Nein. Okay. Who wants some shit? I give a shit. Who wants to die? Nobody in here. Okay. Energieknoten wir finden. Wir müssten 6. Und wenn sie das tun, werden
Jo. Alles klar. Ich hatte vorhin wieder so eine kleine Aktion. Das war ja wieder eine kleine... Ein Event. Es war ein Event. Und da bin ich wieder kurz davor. Mit ein paar Schritten stehen geblieben. Für einige Sekunden. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Aber ich habe dafür echt... Ein Fable. Was? Go to Admin Officer. Okay. Wenn... Nein. Gut. Es ist wieder an. Wir haben wieder Licht. Und was sagt Jar Jar Binks noch bei Star Wars? Richtig. Wir haben wieder Licht. Wir haben wieder Monster. Wir haben wieder Energie. Wir haben wieder Energie, war das, glaube ich, nicht wieder Licht, oder? Da sind zwei Menschen. Isaac, hier drüben. Die Tür ist blockiert. Sie wird wahr. Die letzte Verteidigung eines Zurückgelassenen. Bekommen Sie die Tür auf? Nein, die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinge auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schrauben nach den Nadeln. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Aufgabe hinzugefügt. Ist das eigentlich normal, dass ich hier mir die Aufgaben nicht mal wirklich anschaue, sondern einfach durchs Level gehe? Eigentlich ist das ja nicht Sinn der Sache. Naja. Schauen wir uns mal unsere Aufgabe an, wenn wir sie finden, wenn ich mich wieder erinnern würde, wie ich Logbuch L Datenbank. Ja, eigentlich könnte man das Ganze auch mal lesen, oder? Ah, nee, das hatten wir ja schon. Nee, das... Datenbank, okay. Wie kriege ich das denn denn? Okay. Testen wir die Knöpfe aus. Das ist Inventar, das weiß ich. Nein. O, P, K, J. J ist Journal. Ha, das macht schon Sinn. Ja, triff dich mit Ellie und Stross. Gut. Finde die alternative Route. Ah, schön. Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich mir das Journal wirklich angeschaut habe. Ha, eigentlich schon recht schwache Leistung, nachdem ich Dead Space 1 durchgespielt habe und hier jetzt auch bei Part, was weiß ich was bin... 25 oder so. Ach, ist das nicht schön, das... Wapow! Wapow! Uiuiuiui, da war was. Okay. Hallo. Und tschüss. Ja, ist gut. Ah, jetzt treffe ich nicht mal mehr. Fuck. So, gehen wir zu unserer altbekannten Waffe. Da ist noch einer. Glaube ich. Ah, ich stelle mich gerade aber echt nicht so besonders helle an. Wo ist denn hier jetzt der eine, der Starke? Detonatorminen interessiert uns eigentlich nicht. So. Läuft alles wunderbar. So. Haben wir jetzt sechs? Wir haben sechs Knoten. Ist das schön? Oh je. Je. Mit den Leben wird das gerade etwas problematisch. Aber die kriegen wir erst da hinten. Ach Mann. So, jetzt haben wir sechs Energieknoten genutzt, damit wir mehr Leben bekommen.
Ich weiß nicht, Luft brauchen wir eigentlich gar nicht mal so viel. Bisher sind wir damit immer gut klargekommen. Ich hoffe, das wird jetzt in der nächsten Zeit kein Problem von uns werden. Und ich merke gerade selber wieder, wie ich in der letzten Zeit wieder zu wenig rede. Das ist nicht so gut. Schwerelosigkeit. Danke.